Hey guys, euer N-Smash, wieder hier am Drücker mit einem überraschenden News-Video, zumindest war es für mich überraschend. Komme gerade von der Arbeit, dann schreibt mich der Keanu an, hallo Keanu übrigens. Hi. Dass ein Video zu Smash rausgekommen ist, zu Super Smash Bros. Es wurde endlich mal Joker vorgestellt. Und das Video möchten wir jetzt uns mal angucken, ein bisschen habe ich halt schon was gesehen. Aber es wird anscheinend noch mehr gezeigt und das habe ich noch nicht gesehen. Keanu, würdest du dann das Video bitte starten? PG-12. Jo, da ist es gestartet. Sweet. Oh Mann, also du hast es ja glaube ich auch schon gesehen mit Joker. Ja, ich habe das komplette Video schon gesehen. Ich weiß, was die da ist, zeigen. Dein erster Eindruck, wie findest du ihn? Hammergeil. Hammergeil, ich freue mich so darauf, eben dann spielen zu können. Ab morgen, den 18. für uns. Morgen kommt das Ganze raus mit Joker. Ich glaube, 4.30 Uhr unserer Zeit ist der dann zugänglich. Habe ich irgendwo mal gehört. Ja, da schlafe ich noch. Ja. Aber er hat schon ziemlich coole Moves drauf und darauf werden wir natürlich jetzt im Laufe des Videos eingehen. Ich werde ein paar Randinformationen dann noch am Ende über Joker preisgeben. Ach, lasst euch einfach überraschen. Auf jeden Fall kommt Persona aus der Joker-Serie. Ja, natürlich. Ja, wer hätte es gedacht. Nee, Joker kommt aus der Persona-Serie. Aus Persona 5, welches für die PlayStation 4 rausgekommen ist. Und da sehen wir sein Persona, den legendären Dieb Arsène Lupin, den er zur Hilfe nutzen kann. Denn in dem Spiel Persona 5 ist er nämlich auch ein sogenannter Phantom-Dieb. Dementsprechend auch sehr agil und schnell. Und, Vor allem scheint Joker auf den ersten Blick zumindest mal voll overpowered zu sein, wenn er diese, ich sag es mal, diese Kreatur ruft. Ich kenne mich ja mit der Serie leider nicht so aus. Die Persona erhöht und verändert seine Fähigkeiten ein kleines bisschen. Das wird aber, glaube ich, nochmal genauer vorgestellt. Und hier sehen wir auch genau. Die Stage zu Joker, welche meiner Meinung nach schon ein bisschen crazy aussieht. Das Coole an der Stage, die verändert sich mit der Musik. Es kommt halt drauf an, von welcher Persona-Serie Musik. Was ich damit meine, das erkläre ich dann auch später. Das sieht man auch. Aber es sieht schon cool aus. Und der Ultra Smash ist der Signature Move in dem Persona-Spiel. Genauso sieht er in dem Spiel nämlich aus. Der All-Out Attack. Das sieht ziemlich geil aus. Glaubt man gar nicht, dass das ein Ultra Smash ist. Das ist ebenfalls das Ende, wenn man in Persona 5 einen Kampf beendet. Genauso sieht's auch im Spiel aus. Also. Kann man mal sehen, wie viel Liebe in diesen Charakter wieder reingesteckt wurde. Ich kann dir auch verraten, warum. Sakurai ist ein großer Persona 5-Fan. Das merkt man auch an den Menüs, denn die sind nämlich darauf angelegt, wie die Menüs in Persona 5 funktionieren, auch vom Layout. Ach, deswegen ist der drin. Ach, Sakurai, du Schlingel. Aha, der ist ein richtig großer Persona 5-Fan. Boah, jetzt erstmal Update hier mit dem Artwork. Oh! Und man hat ja auch gerade gesehen, wie Joker die Krone von K. Rool und das Motorrad von Wario sich gestohlen hat. Das ist nämlich auch eine Anspielung an die Spiele. Da muss man nämlich auch besondere Schätze stehlen, die besonders für die sind, die man bestiehlt. War ein komischer Satz, ich weiß. So, jetzt kommen wir mal zu dem ganzen Inhalt, zu dem Kämpfer-Pack 1. Klar, Joker ist drin und die Stage. Challenger Pack 1 introduces Joker from Persona 5. Joker ist am Anfang, fand ich zumindest jetzt am Anfang, irgendwie so ein bisschen komplizierter Charakter, aber ich denke, man lernt das, wenn man ihn mal selbst spielt. Jeder Charakter ist irgendwo kompliziert auf seine eigene Art und Weise. Man muss sich wirklich reinarbeiten. Ich finde es interessant, dass er eine Pistole als auch ein Messer dabei hat. Das sagen so viele, die reacten. Ich finde es nicht interessant, weil ich halt Persona 5 gespielt habe. Ich wusste das. Greifhaken hat Joker nicht in Persona 5. Okay, beziehungsweise nicht als Waffe. Der nutzt ihn nur, um durch die Menüs sich zu schwingen. Das ist so eine kleine Hommage daran. Aber interessant, dass das eingebaut wurde. Und hat auch eine ordentliche Reichweite. Und auch der Angriff, der ist ja richtig fies. Zwar schwach, macht aber dauerhaft Schaden.
ist, glaube ich, in Persona 5 ein Dunkelelementarangriff. Und die finale Form. Und das passiert, wenn man den die Rebellenabwehr. Ja, Joker hat ja auch so eine Leiste, wie man hier gerade sieht. Und die muss auch, sagen wir so etwa wie bei Little Mac, wie man gerade sieht, gefüllt werden, damit er seine richtig krasse Power entfesseln kann. Mhm. Natürlich nimmt die Leiste auch ab, wenn er besiegt wird. Wenn er die Rebellenabwehr macht, dann packt er sich ja so ins Gesicht an die Maske. Und das ist auch eine Hommage daran, wenn er in Persona 5 seinen Persona erweckt. Da packt er sich nämlich auch an die Maske und reißt sie sich brutal vom Gesicht runter. Das finde ich so krass, ey. Da kann das aufladen und wehrt damit Angreifer und ab und stoßt dann die Angreifer weg. Ist das nicht ein bisschen OP? Ja, das ist schon sehr heftig. Deshalb, wenn du zum Beispiel mit Falco spielst und dann diesen Drehangriff machst, dann, ja, Happy Birthday. Vor allem, der lädt er dadurch seine Leiste dann noch weiter auf. Und dann kann er erstmal hier dieses Viech da beschwören und geht dann richtig. Arsene, das ist Arsene Lupin. Seine richtige Persona, also die, wo ihm am nächsten steht, wie ich mal mitbekommen habe. Genau. Genau, das ist die erste, die man hat. Und das ist auch so heftig. Ja, wenn er die Persona da ruft, dann hat er ja den übelst krassen Recovery-Move. Vor allem ist man unverwundbar, das heißt, so einfach spiken kannst du ihn nicht. Ja, man macht zwar keinen Schaden damit, aber man ist unverwundbar und kommt sau weit nach oben. Das sind so Aspekte, wo man sich denkt, oh, könnte das Bayonetta 2.0 werden? So ein OP-Charakter? Konterangriff, ja, hat ja auch zwei verschiedene Konterangriffe für Nahangriffe und Fernangriffe. Das ist krass. Ja, die Persona kann nicht angegriffen werden. Oh, ich liebe den All-Out-Attack. Vor allem, der hat noch einen ganz kleinen Kniff, den man gleich sehen kann. Ah ja, ich weiß, worauf du anspielst. Was ich auch ehrlich gesagt wieder OP finde. Er schlitzt einfach mal die Kehle auf. Ja, geht der Angriff daneben, einfach Stick umdrehen, zack, noch schnell in die andere Richtung. Das ist so krass, ey, was ist mit diesem Charakter los? Und die Charaktere, die da sprechen, das sind immer die aus seiner Party. In dem Persona-Spiel. Oh, ich liebe das Ending. Das sieht wirklich cool aus. Das hat was. Und es ist original aus dem Spiel. Da merkt man, was Sakurai für ein großer Fan von dieser Serie ist, beziehungsweise von dem Spiel. Dieses Kostüm. Als ich das Kostüm gesehen habe, musste ich sofort an Harry Potter denken. Der sieht doch aus wie Harry Potter in dem Kostüm. Jetzt, wo du es sagst? Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen sehr. Naja, jetzt kommen wir auf jeden Fall zur Stage. Mementos. Und die sieht so cool aus. Oh. Ich finde sie zum Teil ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ein bisschen verwirrend hier mit diesen Mustern, die sich da bewegen. Mementos ist in Persona 5, wie soll ich das erklären, so eine Art Unterwelt. In Persona 5 hat jeder Antagonist, den man bekämpfen soll, so eine Art Palast in seinem Herzen, den man infiltrieren soll. Und Mementos ist der Palast von allen Leuten, die in Shibuya leben, beziehungsweise in Tokio. Und 11 Lieder aus 3 verschiedenen Persona-Spielen und all die Lieder aus Persona 5, die ich geil finde, sind drin. Oh. Das ist krass. Das sind so coole Jazz-Musikstücke von Persona 5. Oh, ich bin so verliebt. Also optisch finde ich Joker wirklich cool. Er ist wirklich ein cooler Charakter und ich hoffe, dass er sich auch gut spielen lässt. Weil dann maybe new... Für mich definitiv, ey. Neuer Main Incoming? New Main Incoming? Ja, Joker alleine halt und mit der Stage kostet 6€ dann. Man bekommt auch eine neue Route und Geister. Das ist auch krass. Ach, ich muss mir den Fighter Pass noch holen, ey, Alter. Der kostet 25€, das ist schon heftig. Vor allem jetzt für mich in dem Monat, das habe ich dir ja schon erklärt. Ja, ja. Ich habe ihn auch noch nicht, ey. Ende vom Monat ist Retro-Börse.
darf ich denke ich mal schon mal sagen. Da wird auch einiges an Geld wieder rausgehen und der Monat war für mich sowieso schon teuer. So, das kennst du noch, oder? Ja, so ungefähr, ja. Ab hier so etwa habe ich dann aufgehört. Okay. War aber klar, dass die Mii Fighter auch wieder ein paar neue Kostüme bekommen, vor allem aus dem aus Persona 5. Und Persona 4. Und natürlich auch noch Persona 3. Ja, wahrscheinlich auch wegen den Musikstücken. Wenn sie da schon 5, 4 und 3 machen, müssen auch die Kostüme dementsprechend sein. Ich bin gespannt auf die Kostüme vom Joker, wie die wohl aussehen. So farblich, ja, das. Mhm. Könnte mir vorstellen, dass es auch eine weiße Variante von ihm gibt. Aber wahrscheinlich keine weibliche Version, weil es gibt keinen weiblichen Joker. Sonic! Ein Tails-Kostüm für den Mii-Schützen und ein Knuckles-Kostüm für den Mii-Boxer. Ach, nice. Tja, an alle Sonic-Fans, Knuckles oder Tails werden nicht als Kämpfer dazukommen. They're too slow. Leider. War schon ziemlich cool, was man da jetzt alles gesehen hat. Es geht ja noch weiter. Ja, da bin ich gespannt. Alter, morgen wird zu heavy. Morgen wird wieder ordentlich gesmashed allgemein, bestimmt. Ich will auf jeden Fall den Joker ordentlich ausprobieren. Mhm. So viel ist klar. Mit dabei im kostenfreien Update. Neue Modi! Und das wird dich so hypen wahrscheinlich. Nur noch ein Blick auf weitere Neuerungen in der kostenfreien Version 3.0 Update. Das wird dich hypen. Stage-Builder, oder? Ja! Aber guck weiter, das wird dich noch mehr hypen, da bin ich mir so sicher. Okay, man kann auch Touch-Screen-Gedöns benutzen. Wobei ich das auf der Switch ein bisschen komisch finde. Hat sich das gerade bewegt? Ja. Es bewegt sich? LOL. Man kann bewegbare Dinge einbauen? Mhm. Aber da hört das Ganze noch nicht auf. Da hört das noch gar nicht auf. Der Arwing aus, ach, sag doch. Es ist ein Arwing, das ja. Reicht. Da. Ist das ein, jawohl, ein Teleportationsloch, wie geil. Aus Starlink und? War der Arwing, ja. Nicht, man kann Hintergründe machen! Mhm. Sorry, wenn das gerade ziemlich schrill klang. Ah, wie geil! Man ich sag doch, dass nicht das hypen wird. Da kann man wieder richtig kreativ sein und ich liebe das. Das war ja bei Smash 4 war das ja schon ziemlich krass. Aber hier jetzt hauen die ja nochmal richtig drauf. Da muss ich mir wieder ordentlich was einfallen lassen. Da kann ich auch wieder das Smash Fußballstadion bauen. Wollte ich gerade ansprechen. Man kann Videos schneiden. Some background music. Und Musik anfügen, okay. And subtitles. And choose how to transition ja from cool. Scene to scene. Mhm. Complete, simply export it. LOL. Das kann man so machen? Ah, wie geil. Tja, liebe Kinder, wenn ihr mal YouTuber werden wollt, dann könnt ihr damit üben. Ah, und teilen, okay. Mhm. Ja, typisch. Diese Stages kann man ja bestimmt auch teilen dann. So wie in Smash 4. Oh, wie geil. Also Stage-Bilder, da freue ich mich jetzt tierisch drauf. Das wird geil. Vor allem wird das Fußballstadion als erstes gebaut. Dass wir wieder Smash Football spielen können. LOL. Ey, das sieht so cool aus mit diesen Bewegungen, da kannst du so viel Scheiß machen, ey. Das ist ja übelster Shit, ey. Im positiven Sinne wohlgemerkt. Smash. Smartphone? Jetzt sag mir bitte nicht wieder hier Voice Chat. Das war vorhanden, aber es gibt noch ein bisschen mehr. Leute, Nintendo, es gibt Discord. Da gibt's noch ein bisschen mehr. Smash World Kinderleicht empfohlene Videos und Stages? Okay. Pff.
You can also search for videos by können sogar Videos nach Kämpfern gesucht werden. Und meine Stages sind in einem Bereich gruppiert. Na gut. Ist jetzt nicht so schlecht, aber ich persönlich bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Okay, das wird dann übertragen, was man quasi geliked hat. Genau, okay. Auf deine Spielkonsole. Auch Spielmitteilungen können gelesen werden. Okay. Na gut, das ist dann vielleicht doch nicht so unpraktisch. Geil, ey. Das ist so cool. Das sieht so hammer aus. Wow. Joker und Smash-Bilder. Darauf freue ich mich übelst. Mhm. Ich war ehrlich gesagt übelst enttäuscht, dass kein Stage-Bilder drin war. Jetzt hauen sie ihn doch noch rein. Jetzt ist es für mich persönlich schon das ultimative Smash. Ups. So, die haben den Stage-Bilder ja auch schon versehentlich geleakt in irgendeinem Video. Ich glaube, da habe ich mal was mitbekommen, ja. Die haben den versehentlich geleakt, also war das eigentlich keine Überraschung mehr in dem Sinne. Es war nur noch eine Frage, wann kommt der jetzt eigentlich wirklich, an welchem Tag? Ich habe das ehrlich gesagt nicht so mitbekommen. Gut, ich habe gehört, dass es angeblich so wäre, dass was geleakt worden wäre, aber du weißt, was ich von Leaks halte, beziehungsweise von Gerüchten. Die Leaks kamen tatsächlich auf dem Nintendo-Kanal selber. Aber nicht beim Deutschen, oder? Ich bin mir nicht sicher auf dem Deutschen, aber auf dem Englischen haben sie sich den selbst rausgeleakt. Ja, die haben dann so eine Werbung gezeigt und da hat man ganz schwach Stage-Spider gelesen im grünen Hintergrund. Ja, weil also, der englische und der deutsche Nintendo-Kanal, die sind ja nicht voneinander abhängig. Also die machen nicht die gleichen Videos, die machen alle ihre eigenen Videos. Weil das hätte ich dann mitbekommen. Ich gucke mir immer die Nintendo-Videos an. Da hätte ich das dann bestimmt mitbekommen. Aber trotzdem ziemlich witzig, dass diese sich selbst die Überraschung verbockt haben. Das ist ein bisschen peinlich. Es sei denn, es war irgendwo gewollt, um schon mal den Hype ein bisschen anzufachen. Aber das bezweifle ich irgendwo. Oh, aber ist geil, ey. Jetzt kann ich wieder übelst kreativen Smash werden. Das ist so geil. Du könntest dir auch deine eigenen Star Fox Stages machen, wo die Airwings rumfliegen oder sowas. Ja, du kannst ja allen möglichen Shit machen, jetzt wo du auch so einzelne Elemente auf der Stage bewegen kannst. Oder diese Teleport-Löcher da, das. Boah, wer weiß, was da noch alles drin ist. Da kannst du ja bestimmt erzählen. Würdest du da ein Video zum Stage-Bilder machen? Auf jeden Fall. So ein First Look at? Auf jeden Fall. Und zu Joker wird es auf jeden Fall auch ein Vorstellungsvideo geben, wo wir den dann anzucken werden. Das kann ich dann jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn ich es zeitlich schaffe, und ich denke, das werde ich zeitlich schaffen, und ich mir einen Joker morgen hole, dann wird auch morgen gleich Video gemacht und hochgeladen, egal wie spät es wird. Ja, dann sag mir früh genug Bescheid, damit ich dabei bin. Ja klar, dich brauche ich ja als Persona-Experten. Ich bin ja hier Noob, was die Serie angeht. Vorhin habe ich irgendwas angemerkt, was ich am Ende des Videos sagen wollte, aber das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Scheiße. Stimmt, du wolltest doch irgendwas sagen über Persona selbst, also die Serie oder Joker. Du wolltest doch irgendwie so noch eine Randnotiz sagen. Ich hab's vergessen. Ich schaue auf jeden Fall in dem Video nochmal nach und dann schreibe ich es einfach in die Videokommentare. Das passt, denke ich. Das kannst du machen. Boah, Leute, also ich bin auf jeden Fall gehypt, der Keanu ist es bestimmt auch. Ja, definitiv. Also. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr euch am meisten freut. Puh. Heftig. Jetzt weiß ich wieder eine Sache, die ich noch sagen wollte. Gut. Ich wollte das Video gerade beenden. Die hatte nichts mit Joker zu tun, allerdings mit Kommentaren, die ich zu Reactions gesehen habe. Und zwar hat man ja in irgendeiner Szene, Moment, ich suche die mal kurz hier für das Video mal ganz flott hier raus. Eine Hexe gesehen irgendwo mal. Lass ich jetzt mal kurz so laufen. Und da hat man schon ein
paar Kommentare gesehen von wegen, eine Hexe? Na, da ist nicht nur die Hexe, ich habe da auch noch einen Bären und einen Vogel gesehen. Hä? Ha, könnte eventuell damit Banjo-Kazooie angeteasert werden? Wo soll das sein? Das weiß man nicht. Bei welcher Stelle, wo soll das sein? Moment, wir gucken uns das Video ja gerade nochmal an, oder hast du die... Nee, ich muss die Bildschirmübertragung beenden. Weil ich finde es jetzt gerade nicht so. Deshalb müssen wir kurz mal hier nachgucken. Auf jeden Fall wäre das ein deutlicher Hinweis. Ich weiß nicht, wo die einen Vogel oder einen Bären gesehen haben wollen. Aber der Hexe sieht man hier gleich definitiv in Stage Spider, die so eine Suppe zusammenbrüht. Ach so. Und die soll Grundhilda auch sehr, sehr ähnlich sehen. So, ja. Ah, da. Da ist sie. Naja, nur weil sie jetzt grün ist und die Haare so. Ja, ich finde, da interpretieren Leute auch ein bisschen zu viel rein. Aber gut. Wenn es sich bestätigt irgendwann. Ich meine, die Hautfarbe und die lange spitze Nase und das Kostüm passt schon, aber dann ist da wieder diese krass lange Frisur, die Grundhilda ja wesentlich nicht hat. Ich meine, sie hat zwar schon lange Haare, aber nicht so extrem. Und eine schwarze Katze hatte sie auch nicht, soweit ich mich erinnere. Ich meine, auch keine gesehen zu haben. Naja, vielleicht interpretieren die Leute da wirklich zu sehr rein, oder es ist vielleicht doch der übelste Überraschungsfaktor dann irgendwann. Aber die Kämpfer, die werden ja nach und nach enthüllt und das geht noch bis 2020. Also da muss man halt leider warten. Also mich würde mal interessieren, wo habt ihr in diesem kompletten Video einen Bär und einen Vogel gesehen, der Banjo-Kazooie repräsentieren könnte? Ich habe keine gesehen. Wer, ich würde mich da mal über einen kleinen Hinweis freuen. Wer es zufällig mal sehen sollte in dem Video, da kann ja vielleicht die Zeit reinschreiben in die Kommentare. Und dann dazu was schreiben. Na naja, gut. Jetzt würde ich aber das Video mal langsam beenden. Wir sind auf jeden Fall gehypt. Mhm. Wir hoffen, ihr seid auch gehypt. Morgen Video zu Joker auf jeden Fall. Zum Stage-Spieler, wenn der kommt, da wird natürlich auch ein Video gezeigt. Und wir werden sehen, was dann noch so alles dabei sein wird. Vielen Dank, dass du da mitkommentiert hast. Kein Thema. Und wie immer würde ich mich freuen, liebe Zuschauer, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao. Ciao.